Ein Low-Cost-Szenario für den Einstieg in die Hightech-Weiterbildung. Das möchte ich Ihnen hier vorstellen. Es geht darum, was benötigen Klein- und Mittelbetriebe, um mit dem Aufbau einer innerbetrieblichen Weiterbildungsplattform zu beginnen. Mit solchen Plattformen habe ich mich schon lange beschäftigt. Ich habe auch schon einige mit Materialien bestückt. Ich bin gerade dabei, das Know-how per Videokonferenz zu verbreiten. Und in diesem Zusammenhang wurde also diese Kalkulation erstellt. Fangen wir damit an. Das, was man da zumeist braucht, das ist ja schon vorhanden. Was von Interesse ist für die Kostenkalkulation, das ist das, was hier in der grünen Spalte auftaucht. Ich will Ihnen diese Kalkulationstabelle erklären. Sie können sie im Übrigen komplett herunterladen über den Link, der hier auf meiner Webseite angegeben ist oder im Kommentar des Videos steht. Zunächst, welche Hardware wird benötigt? Die Hardware, die benötigt wird, ist schon da. Ein Notebook, auf jeden Fall mit Headset, wenn man das Ganze mit Videokonferenz macht oder wenn man sich Videos anhört. Und sind noch andere im Raum, dann will man die ja nicht auch beschallen. Deshalb das Headset. Ein Smartphone, das ist optional, aber es macht viel Sinn, weil es ermöglicht, den Mitarbeitern, die es bei sich führen, an jedem Ort mit Internetzugang eben auf diese Weiterbildungsplattform zuzugreifen und auch da Lernkontrollen durchzuführen, wenn diese mal angesetzt sind. Schauen wir uns das hier an, wenn Sie es selbst kalkulieren möchten. Ich bin hier auf die Kosten für das Notebook gegangen. Das ist ja schon vorhanden. Deshalb steht hier auch ein Ja. Wenn das nicht der Fall wäre, dann sehen Sie, dann müsste ich, um hier mitzumachen, eben so ein Notebook investieren. Genauso ein Smartphone. Wir gehen davon aus, dass das vorhanden ist. Ich kann also hier ein Ja eintragen. Dann haben wir hier die Software. Es ist sinnvoll, wenn Sie so eine Weiterbildungsplattform aufbauen, dass Sie natürlich alle Möglichkeiten haben, mit Word, mit Excel und mit PowerPoint zu arbeiten. Deshalb habe ich hier angesetzt, dass Office 365 beschafft werden sollte. Es ist ja meistens da. Das ist eine Empfehlung. Es geht auch anders. Aber der Vorteil ist eben, die meisten Mitarbeiter, die können mit Word, mit Excel und PowerPoint umgehen. Und wenn sie was anderes einsetzen, was kostenlos ist, Open Office zum Beispiel, dann haben Sie zwar keine Kosten im Monat für diese Software, aber Sie haben dann eben, dass die Mitarbeiter länger brauchen, um damit arbeitsfähig zu werden. Und das macht die Sache dann wahrscheinlich noch teurer. Dann haben wir hier als nächstes Blitz, die Videokonferenzplattform von TeamViewer. Das ist ein bekannter deutscher Marktführer. Er geht wohl gerade an die Börse. TeamViewer zur Fernwartung kennt jeder, Blitz ist kaum bekannt, aber trotzdem aus dem gleichen Haus und genauso gut, wenn man Videokonferenzen machen will. Das kann man mit maximal 5 Teilnehmern kostenlos testen. Auch Betriebe können das, die müssen dafür nichts bezahlen. Erst bei mehr als 5 Teilnehmern fallen da Lizenzkosten an, die monatlich oder jährlich abgerechnet werden können. Ich habe hier hinten bei den Bezugsquellen Links eingesetzt. Wenn man darauf klickt, wie hier zum Beispiel bei Blitz, habe ich gerade getan, dann kann man sich darüber informieren. Da steht dann also auch die Möglichkeit, den Download durchzuführen. Und dann steht hier auch hier nur was von Preise. Und da sieht man, dass die kostenlose Version mit 5 Teilnehmern eben mit 0 Euro angesetzt werden kann. Dann gibt es für 6, 14 und 19 Euro, je nachdem von der Teilnehmerzahl, die gleichzeitig bei der Konferenz anwesend ist, eine entsprechende Möglichkeit zur Beschaffung. Ich mache jetzt mal weiter. Kahoo, ein tolles Werkzeug, in Norwegen an einer technischen Universität entwickelt, mittlerweile auch schon mit 1 Milliarde Nutzer, wobei Mehrfachnutzungen da eingeschlossen sind, vertreten, in Deutschland praktisch unbekannt, weil die Oberfläche eben zwar im leichten Englisch, aber in Englisch ist. Und das ist gerade ein Hinderungsgrund bei älteren Lehrkräften,
die eben mit Englisch und sowieso mit Informationstechnik auf Kriegsfuß stehen. Und deshalb hat man das hier also kaum im Einsatz. Aber ein tolles Tool. Wer sich mit Kahoot beschäftigt, der kann schon nach kürzester Zeit Game-Based Learning machen, auch multimedial. Das heißt, es lassen sich Videos einbinden, es lassen sich also Interaktivitäten einbinden. Das kann man sich also auch anschauen. Für Lehrer oder Hochschulen und Schulen, da ist das Tool kostenlos, aber wenn man als Unternehmen das einsetzen möchte und maximal 20 Teilnehmer gleichzeitig mitmachen, so habe ich es hier unten auch bei den Erläuterungen beschrieben, dann kostet das 7,20 Euro pro Monat. Es gibt Lizenzen, die decken bis zu 2000 Benutzer gleichzeitig ab, aber ich denke mal für die hier angedachte Zielgruppe reicht das hier völlig aus. So, das haben wir also hier. Gibt es ebenfalls einen Link. Habe auch mal darauf geklickt. Die Kahoot-Plattform wird in Englisch bereitgestellt. Sign up, it's free. Aber man kann mit der rechten Maustaste, wenn man den Google Chrome Browser einsetzt, auch eine deutsche Übersetzung bekommen. Dann ist es leichter zu lesen, was es hier an Informationen über den Preis und den Umfang gibt. Und auch die Handbücher kann man dann in der Regel in der deutschen Übersetzung lesen. Das funktioniert. So, will ich aber jetzt nicht weitermachen. Das ist also ein kurzer Hinweis zur Plattform, zur Cloud-Plattform für Game-Based Learning. Tolle Sache. Dann haben wir hier noch eine Plattform, die könnte auch durch eine andere ersetzt werden, aber die Plattform Moodle ist an fast allen Unis, an Berufsschulen ist sie der Marktführer, also größte Verbreitung. Und auch die kann man kostenlos bekommen. Man braucht nicht mehr wie früher einen Server oder ein Hosting irgendwo in Auftrag zu geben. Man bekommt, wenn es weniger als 50 Teilnehmer sind, die man da dort zunächst einrichtet, dann bekommt man das zum Nulltarif. Und das kann man sich auch anschauen, wenn man hier auf den Link geht, Moodle Cloud, da sieht man, die freie Version, die kann man also hier bekommen. Auch hier lässt sich die Übersetzung machen. Kostenlos, holen Sie sich in Minuten. Das heißt, ich würde schon sagen, wer da Unterrichtsmaterialien bereitstellt, der braucht schon 1 bis 2 Stunden Einweisung, aber dann kommt er damit klar. Und was hier in dem kostenlosen Umfang enthalten ist, das können wir hier sehen. Wer etwas mehr will, der kann natürlich dann auch oder bis zu 1000 Benutzer hat, ne, der kann natürlich auch hier entsprechende andere Versionen ordern. Aber zum Einstieg reicht das aus. So, wenn man das Ganze zusammennimmt, dann stellt man fest, bei der Software muss man als Betrieb mit einer Teilnehmerzahl von vielleicht 20, die beim Game-Based Learning mitmachen und maximal 5, die bei Videokonferenzen gleichzeitig mitmachen, da muss man für das Jahr dann 86,40 Euro ansetzen, 12-mal das, was man hier an Lizenzkosten für Kahoot hat, weil das andere ist entweder kostenlos oder schon vorhanden, wenn man jetzt hier auf Office eingeht. So, das ist also erstmal, was hier grün hinterlegt ist, jährliche Kosten für Hard- und Software. Sie können hier natürlich die Beträge ändern. Das heißt, wenn Sie also hier das Jahr rausnehmen, habe ich ja schon gezeigt, dann ändert sich das. Mache ich hier nochmal. Dann sehen Sie 20 Euro Monatsleasingrate für ein Notebook. Dann habe ich also hier sofort den Preis auf 326,40 Euro hochgestellt. Wenn ich aber hier wieder ein Jahr reinschreibe, dann sehen wir, bleibt es bei den 86,40 Euro, weil davon kann man ausgehen, dass das meiste also vorhanden ist. So, das ist jetzt erstmal das, was man sagen kann, das sind die jährlichen Fixkosten. Dazu kommen jetzt die Kosten, die Sie für Ihre Mitarbeiter rechnen müssen, die das Ganze pflegen. Ein Ausbilder bekommt ja, auch wenn er sich mit dem Aufbau einer Plattform beschäftigt, bekommt er Gehalt oder Sie selbst setzen für sich ein fiktives Gehalt für die Stunden, die Sie mit dieser Arbeit verbringen, an. Das kann ich also jetzt nicht sagen, was Sie da ansetzen könnten. Die Kosten für den externen Trainer oder Berater,
Die habe ich hier mit 400 € angesetzt. Das sind Honorarsätze, wie ich sie in Rechnung stelle, unter der Annahme, dass mein Ansprechpartner durchschnittliche Kenntnisse hat in Sachen Computereinsatz und Internet. Davon würde ich vorschlagen, macht man 2 Stunden zum Start vor Ort im Betrieb oder in meinem Büro, damit die Einstellungen, die hier oben bei der Software nötig sind, vor Ort effizient geschehen und nicht aus der Ferne dann Tasten erklärt werden müssen, die man vielleicht vorher noch nie wahrgenommen hat. Nach 2 Stunden kann man den Rest dann auch per Videokonferenz machen. Blitz ermöglicht es genauso wie TeamViewer, aus dessen Haus es ja kommt, dass man auf den Bildschirm des Gegenüber schaut und dann die richtigen Anweisungen gibt. Wenn Sie also für Ihre Budgets 100 € oder knapp 100 €, 86,40 € Fixkosten kalkulieren, Ihre eigene Zeitaufwendung berücksichtigen und mich beispielsweise für 10 Stunden mit einbeziehen, um den Start zu erleichtern, dann kommen Sie bei diesem Low-Cost-Szenario für den Einstieg in die Hightech-Weiterbildung auf ein Gesamtvolumen von etwa 500 € plus Ihre eigene Zeit für das erste Jahr. Wenn Sie Interesse haben, mehr Details über dieses Low-Cost-Szenario mit mir zu besprechen, dann senden Sie mir eine E-Mail und dann können wir beratschlagen, wie wir dieses Projekt angehen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.